Passionsgeschichte oder auch die Geschichte von Jesu Tod und Auferstehung erstreckt sich in allen Evangelien über mehrere Kapitel. In Markus 15 geht es damit los, dass Jesus an die Römer ausgeliefert wird, sein Todesurteil gesprochen wird, später zur Kreuzigung aufbricht und es endet damit, dass Jesus begraben wird. Ich habe hier wieder eine allgemeine Bibel-Cartoon-Version gemacht, die eine Zusammenfassung aus allen Berichten, aus allen Evangelien ist. Also es ist ja durchaus möglich, dass einige Detailaspekte, die bei Markus vorkommen, hier weniger betont sind, was aber sehr viel wahrscheinlicher ist, habe ich auch schon vorher erwähnt, dass hier einige Sachen mit drin vorkommen in dieser Erzählung, die in Markus nicht so ausführlich beschrieben werden. Viel Spaß beim Angucken. Bei Pilatus angekommen, beschuldigten sie Jesus, dass er einen Aufstand anzetteln wollte, den Leuten ausredete, ihre Steuern zu zahlen und sich als neuer König ausgibt. Pilatus fragte Jesus selbst: Stimmt das? Bist du der König der Juden? Ja, der bin ich. Da wandte sich Pilatus wieder an die religiösen Leiter. Ich finde nichts an ihm, wofür ich ihn bestrafen müsste. Aber sie ließen nicht locker. Doch, er ist gefährlich. Du musst ihn verurteilen. Pilatus sah einen Ausweg. Der Mann kommt doch aus Galiläa. Das heißt, für ihn bin ich nicht zuständig, sondern der König Herodes. Er ist gerade in der Stadt. Geh zu ihm. Er soll über ihn urteilen. So brachten sie Jesus zu König Herodes. Der hatte schon von Jesus gehört und auch welche Wunder er getan hatte. Also fragte er Jesus: Kannst du nicht ein Wunder für mich tun, um zu zeigen, wer du bist und ich dich freilasse? Doch Jesus schwieg nur. Der König fragte ihn noch ein paar andere Fragen. Doch immer noch sagte Jesus kein Wort. Irgendwann hatte Herodes genug. Er zog Jesus einen königlichen Mantel an und sie setzten ihm eine Krone aus Dornen auf. Dann machten er und seine Soldaten sich über Jesus lustig und feierten ihn als König der Juden. Danach blieb ihnen nichts anderes übrig, als ihn zu Pilatus zurückzuschicken. Pilatus sah immer noch keine Schuld an Jesus und auch Herodes hatte keine gefunden. Also fragte er Jesus: Willst du denn gar nichts zu deiner Verteidigung sagen? Weißt du nicht, dass ich die Macht habe, dich freizulassen? Jesus erwiderte: Du hast nur Macht über mich, weil sie dir von Gott gegeben ist. Die Leute, die Jesus beseitigen wollten, hatten inzwischen eine große Menschenmenge mobilisiert, die draußen riefen: Verurteile Jesus zum Tod! Pilatus unternahm einen letzten Versuch, Jesus zu retten. Es war zum Passafest üblich, einen Gefangenen zu begnadigen. Also holte er Jesus und Barabbas, einen Mörder, vor die Menschenmenge und fragte sie: Wen soll ich begnadigen? Jesus oder Barabbas? Gib uns Barabbas! Und was soll ich mit Jesus tun? Richte ihn! Pilatus hatte Angst, dass die Menschen einen Aufstand anzetteln würden. Also gab er nach. Bevor er Jesus für die Hinrichtung freigab, wusch er sich vor allen gut sichtbar die Hände und bekundete: Ich bin unschuldig am Tod dieses Menschen, der nichts Böses getan hat. Nach seiner Verurteilung musste Jesus das Kreuz, an dem er hingerichtet werden sollte, selbst tragen. Er trug es durch die Stadt und viele Menschen waren da und verspotteten ihn. Der Ort der Hinrichtung war ein Hügel außerhalb der Stadt, der Golgatha genannt wurde. Das bedeutet Platz der Schädel. Die Soldaten nahmen Jesus alle seine Kleidungsstücke weg und verteilten sie unter sich. Dann nagelten sie Jesus an das Kreuz und stellten es auf. Über seinem Kopf befestigten sie ein Schild, auf dem stand: Das ist Jesus, der König der Juden. Mit Jesus wurden auch zwei Verbrecher am Kreuz hingerichtet. Einer von beiden machte sich über Jesus lustig. Bist du jetzt Gottes Sohn oder was? Steig vom Kreuz und hol uns gleich auch mit herunter, wenn du das kannst.
Der andere der zwei Verbrecher unterbrach ihn. Hast du immer noch keinen Respekt vor Gott, obwohl du so kurz vor dem Tod stehst? Wir haben es verdient, hier zu hängen. Jesus hingegen hat nichts Böses getan. Jesus, denke an mich, wenn du bei Gott in seiner wunderbaren neuen Welt sein wirst. Jesus entgegnete ihm, du wirst heute noch mit mir dort sein. Es waren viele Leute da, die das Geschehen beobachteten. Einige der religiösen Leiter und römischen Soldaten, die sich über Jesus lustig machten. Aber auch einige seiner Freunde, darunter seine eigene Mutter Maria, Johannes und Maria Magdalena. Jesus sah die Menschen an, die ihn angeklagt und verurteilt hatten, und bat Gott, Vater, vergib ihnen, sie wissen nicht, was sie hier tun. Dann wurde es für etwa 3 Stunden dunkel im ganzen Land. Jesus war kurz vorm Sterben. Mit letzter Kraft rief er voller Verzweiflung, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Danach starb er. Gleichzeitig gab es ein großes Erdbeben. Der römische Hauptmann, der verantwortlich war für diese Hinrichtung, stellte erschrocken fest: Dieser Mann muss wirklich Gottes Sohn gewesen sein. Danach wurde Jesus vom Kreuz genommen und in ein Felsengrab gebracht.